Sind Sie eine richtige Naschkatze? Kennen Sie das Problem? Also diesen Drang nach Schokolade, nach unbedingt was Süßem. Also Sie haben was gegessen, Sie haben eigentlich gar keinen Hunger, aber es zieht wie ein Magnet Richtung Schokolade. Haben Sie sich da erkannt? Mit dem Problem sind Sie bei weitem nicht alleine. Da sind so viele Patienten, die in meiner Praxis zur Ernährungsberatung kommen und die erzählen mir wirklich sehr viel von dem gleichen Problem. Ich würde sagen, gefühlt jede zweite oder vielleicht sogar noch öfter. Und sie fragen mich immer wieder, was kann man eigentlich dagegen tun? Hätten Sie da ein paar Tipps? Ja, ich habe welche. Möchten Sie auch davon profitieren? Dann ist dieses Video für Sie. Also zuerst mal sage ich Ihnen das, was ich auch meinen Patienten immer wieder sage. Man soll sich auch fragen, warum es so ist. Also wir sprechen hier nicht von einer Unterzuckerung, wo man das Gefühl hat, man muss was essen. Davon sprechen wir hier in diesem Video nicht. Hier geht es wirklich um diesen Drang nach Süßigkeiten, nach Schokolade in der Regel. Was könnte dahinter stecken? Haben Sie sich schon mal diese Frage gestellt? Was ist da in dieser Schokolade so alles drin, was der Körper das so unbedingt haben möchte? Es könnte mit einem Magnesium- und Zinkmangel zusammenhängen. Und jetzt sehe ich ja wirklich schon Ihr Gesicht. Sie sitzen da und denken, hä, Magnesiummangel? Ja, warum erkläre ich Ihnen? Schokolade besteht ja, Zucker, klar, natürlich, je weniger davon, desto besser, aber es steckt in Schokolade auch noch was Gutes drin und das ist Kakao. Kakao ist ein Superfood. In Kakao steckt sehr viel Magnesium, auch Zink, das ist auch Eisen drin, da sind viele, viele Nährstoffe, die der Körper braucht. Wenn die Schokolade nur aus Kakao bestehen würde, wäre es ein Superfood. Wenn Sie beim nächsten Mal kaufen gehen, besorgen Sie sich das, was ich immer für solche Fälle zu Hause liegen habe. Besorgen Sie sich so eine Tafel und achten Sie einfach darauf, dass hier steht Minimum 90%. Also wenn ich vom viel Kakao spreche, dann meine ich wirklich 90% plus. Und dann drehen Sie diese Packung einfach mal um und schauen Sie, wie viel Zucker in diese Tafel drin steckt. Auf dieser Nährtabelle sehen Sie, steht Kohlenhydrate und darunter davon Zucker. In diese Tafel, in 100 Gramm, stecken lediglich nur 7 Gramm Zucker. Das ist gar nichts. Jetzt vergleichen Sie mal bei Ihrem nächsten Einkauf. Sie nehmen eine andere Tafel Schokolade und Sie schauen, wie viel Zucker da drin ist. Da sind Werte von 30, 35, 39 Gramm pro 100 Gramm. Das ist ja fast schon die Hälfte, also 40%. So eine Tafel Schokolade, die voller Zucker ist, ist natürlich weder für Ihr Magnesiumhaushalt, noch für Ihre Haut, noch für Ihre Gesundheit gut. Aber wenn Sie ab und zu auf sowas umsteigen, mit sehr viel Kakao, dann haben Sie zumindest eine gesunde Alternative in der Hand. Das wäre der erste Tipp. Aber noch so ein richtiger Geheimtipp, was ich meinen Patienten immer wieder gebe, da sind die Bitterstoffe. Schon mal gehört, wie gut die Bitterstoffe uns eigentlich tun? Wie bitter nötig haben wir Menschen die Bitterstoffe? Bitterstoffe ist ein Wundermittel zum Abnehmen, als Stoffwechselturbo und als Gegenmittel beim Heißhunger. Meine Lieblingsbitterstoffe zeige ich Ihnen jetzt. Hier steht auf der Verpackung immer wieder, was für Bitterstoffe drin sind, aber ich würde sie noch viel, viel lieber, ich zeige Ihnen mal, das ist die Flasche, die normalerweise immer bei mir in meiner Handtasche ist, weil das ist echt so praktisch. Wenn man irgendwo essen war oder bevor man sich was bestellt, dann tropft man sich immer so ein paar Tröpfchen auf die Zunge
Es ist echt genial. Also das schmeckt auch so, wie es draufsteht, bitter. Aber um Ihnen ein bisschen mehr Informationen dazu zu geben, würde ich Sie jetzt gerne mit auf die Webseite nehmen. Unter dem Video ist ein Link. Sie klicken jetzt bitte drauf und kommen mit mir gemeinsam auf die Webseite und dann erkläre ich Ihnen noch viel, viel mehr, wie es gegen Ihren Heißhunger Ihnen helfen kann und warum es funktioniert. So, jetzt sind wir unter dem Video. Hier ist der Link. Sie klicken einfach drauf und kommen mit mir gemeinsam auf die Seite. Das ist ja schon ein Shop. Also das ist, ich würde Ihnen raten, Sie gehen zuerst mal hier über die Bitterstoffe. Also die haben wirklich sehr viele Informationen. Man kann sich sehr gut belesen. Also steht wirklich viel drin. Dann haben Sie hier noch Kräuterlexikon, kann man auch noch drauf gehen. Da sind alles noch viel, viel genauer beschrieben, was da alles an Kräutern drin ist. Auch Fragen haben Sie hier. Was mir auf der Seite gefällt, sind die Rezepte. Man holt sich wirklich mal die Tipps. Also da sind Ideen, da kommt man von alleine noch gar nicht so drauf. Und dann zeige ich Ihnen, was ich in meiner Handtasche habe. Das ist hier, da sind die Tropfen, die ich gemeint habe, wenn wir hier drauf gehen. Und dann auf die Verpackung. Da sind auch jede Menge Bewertungen, also man kann es wirklich also sich gut hier informieren. Wie sind hier Produktinfos? Ist ebenfalls, und da steht auch Zutaten und Inhaltsstoffe, Naturkräuter, natürliche Inhaltsstoffe und so weiter. Und da sind die alle aufgelistet. Also alles, was da drin ist, ist aufgelistet. Auch bitte nicht erschrecken, hier ist auch Alkohol mit drin, aber wirklich keine Angst. Die Dosierung, die ist so minimal. Es hat wieder Einfluss auf Ihr Fahrverhalten beim Auto oder sonst irgendwas. Das ist einfach notwendig, um die Extrakte rauszuziehen. Also sich bitte hiervon nicht abschrecken lassen. Und wenn Sie jetzt sagen, nee, also Alkohol schon mal gar nicht, dann gibt es hier noch zwei super Alternativen. Das habe ich in meiner Handtasche. Die gebe ich meinem Mann nach dem Essen, also statt Verdauungsschnäpschen. Und Pulver nehme ich immer wieder, mische ich einfach in Salat bei Salatdressing, auch wenn Sie Soße oder was auch immer Sie machen, überall so ein bisschen rein, es summiert sich und Sie tun sich und Ihren Liebsten auch was Gutes. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie das Video liken, wenn Sie auch meinen Kanal abonnieren, freue ich mich auch ganz besonders und wir sehen uns im nächsten Video.